gibt Hoffnung. Heute ist Sonntag, der 10. Muttertag. Es geht zurück in die Schule. Zumindest für mich. Meine Klasse. Und da bin ich sehr froh drüber. Ich habe das Glück gehabt und bin mit all meinen Freunden in einer Klasse. Deshalb auch alles weiter in Paletti. Meine Lehrer, ich habe keinen Unterricht mehr bei der Lehrerin, die ich nicht mag. Bin ich sehr froh drüber. Ich mag die Lehrer nämlich nicht. So gar nicht. War auch meine größte Befürchtung. So nach 1000 Jahren Corona kommen in die Schule, erste Gesicht, weil ich sehe, Lehrerin, die ich nicht mag. Ich bin ein bisschen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Die ganze Nacht wach. Wegen einem Grund. Und das ist. Ich möchte heute ein bisschen früher ins Bett gehen, weil ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen. Das habe ich nicht vermisst. Ganz und gar nicht. Aber muss ich durch. In der Schule ist mir aufgefallen, dass es manche gibt, die sich denken, ach, 1,5 bis 2 Meter Distanz ist doch unnötig, als ob irgendjemand von uns Corona hätte. Ja. Oder sich denken, hey, lass mal nicht die Hände waschen, weil wir haben doch sowieso nur die Haustür angefasst, vielleicht die Tür zur Schule und den Tisch. Okay, der Tisch ist für jeden selber, jeder hat seinen eigenen Tisch, aber kann ja sein, dass irgendjemand da trotzdem hingefasst hat, obwohl das nicht sollte. Oder halt generell aus Versehen, ohne es zu bemerken, irgendwas angefasst zu haben. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass diese Personen sich nicht das Handy desinfizieren, was man eigentlich machen sollte, sobald man wieder zu Hause ist, weil das Handy ja auch Bakterien aufnehmen könnte. Ich würde sagen, es gibt 3 verschiedene Arten von Personen in dieser Zeit, also mindestens 3, es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber es gibt hauptsächlich 3. Es gibt die, die darauf sehr achten, also Hände waschen, auf den Abstand achten, Mundschutz tragen und. Dann gibt es denen ist das eigentlich egal, achten aber trotzdem darauf, niemanden zu nahe zu kommen, waschen sich trotzdem die Hände, aber im Endeffekt ist es denen egal, die wollen einfach nur nicht, dass man denkt, dass man eine Person ist, die auf nichts achtet. Und dann gibt es noch die dritte Person, der alles scheißegal ist. Die Person wäscht sich nicht die Hände, sobald sie in eine neue Umgebung kommt. Also nicht so, nicht in der Schule oder auf der Arbeit. Hält sich nicht an den Abstand. Und hustet einfach so herum. Oder jetzt im Falle meiner Klasse ist da ein Junge, der läuft die ganze Zeit so, obwohl hier sofort jemand sitzt. Also läuft die ganze Zeit hin und her. Im Computerraum war das. Oder hustet. Oder als ich an diese Person vorbeigehen wollte, meinte ich, ob er kurz Platz machen könnte, damit ich nicht zu nah herkomme, weil es war wirklich nur ein halber Meter oder weniger Abstand. Und ich hätte mich wirklich daher zwängen müssen, weil der genau in der Mitte des Weges stand. Also da wäre vielleicht nur jeweils 20 Zentimeter Platz gewesen. Oder 30. Und er meinte der so, als ob irgendjemand von uns Corona hätte. Ich habe keine Lust, wegen ihn oder irgendjemand anderen aus der Klasse, der sich nicht daran hält, oder irgendjemand anderes auf der Schule, mich anzustecken und dann meine Mutter anzustecken und dann, wenn ich kurz was meiner Schwester vorbeibringe, eventuell anzustecken. Ich war beim Friseur. Ich musste dann hinterher so ein, wie so eine Anwesenheitsliste bei einem Kurs so ausfüllen halt. Name, Adresse oder Telefonnummer, Datum des Besuches und so weiter und so weiter. Damit halt, falls es herausstellt, einer von denen kam in Kontakt mit einem Patienten, einer Person mit Corona, sind alles hier Bescheid geben können. Und wer,
ich kam mit Corona in Kontakt und kann jetzt nicht in die Schule. Dann werde ich weinen. Dann werde ich weinen. Dann habe ich einen Mental Breakdown. Dann ist auch der kleine Stummel ab. Ich hoffe, ich kann die Nacht schlafen, wenn ich dann weine.